alles. Ich würde wirklich behaupten, alles, was ihr über China gehört habt, ist eine Lüge. Ich rede ja häufig über das Auswandern und ich bin jetzt kürzlich das erste Mal nach China gereist. Und was ich dort gesehen habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich wurde gefragt, ob ich ein Video dazu machen kann und ich habe versucht, meine Gedanken einmal in Worte zu fassen. Ich werde jetzt auf verschiedenste Aspekte eingehen und ich werde euch mein subjektives Bild mitgeben. Und Leute, während ich euch das gleiche alles erzähle über China, ich habe einen Report, mit dem ich euch zeige, wo die besten und sichersten Orte zum Auswandern sind. Ich werde das anpassen noch und ich werde China einfügen, ihr werdet gleich hören, warum. Aber falls ihr euch fürs Auswandern interessiert und schauen wollt, wo es besser ist, ladet euch unbedingt den Gratis-Report aus der Beschreibung runter. Wenn wir über die Sache sprechen, dann will ich das aber kurz vorwegnehmen. Ihr habt das vielleicht gehört, man sagt, in China, da liegt die Zukunft. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Ich hatte keine Ahnung, was das heißen soll, da liegt die Zukunft. Ist das sowas wie Lotto spielen? Das heißt, irgendeiner überlegt, das könnte sein. Und das ist komplett falsch. China ist einfach in der Zeit 200 Jahre vor Deutschland. 300 Jahre. Plus, dass es weniger Kriminalität gibt. Plus, dass ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das heißt, lasst mich einmal überlegen, wo wir jetzt das Ganze anfangen können. Und lasst mich euch sagen, wo wir starten, was ich in diesem Video behandle. Ich werde euch sagen, wie meine Vorstellungen von China waren. Dann werde ich euch sagen, wie mein erster Eindruck war, als ich angekommen bin. Ich werde über die Infrastruktur sprechen. Ich werde den Nahverkehr benennen. Ich werde euch sagen, wie die Städte aussehen. Wir haben ja verschiedenste Bilder. Ich werde euch sagen, wie die Leute dort sind. Auch wie die sich verhalten, uns gegenüber. Mit uns meine ich Ausländer. Jetzt seid ihr auf meiner Seite. Dating halte ich für einen interessanten Fakt, dass das, was ich interessant finde, wie ist das eigentlich dort? Also könnte man theoretisch mit denen in eine Beziehung kommen? Und dann, ich habe mich, nachdem ich all das gesehen habe, nachdem ich geschockt war, wie China aussieht, habe ich mich in YouTube reingehackt, hätte ich beinahe gesagt. Ich habe mir versucht, alle Videos anzugucken, die ich finden konnte. Und ich habe mir angeguckt, was sagen eigentlich Leute, die ausgewandert sind. Und das werde ich zusammenfassen aus meiner subjektiven Sicht nochmal. Und jetzt, wie fangen wir an? Was waren meine Einstellungen zu China? Ich entschuldige mich jetzt hier nicht dafür, sondern ich werde euch das einfach sagen. Ihr werdet das ja auch denken. Ich dachte, die seien irgendwie unzivilisierter. So, also das heißt, ich hatte das Gefühl, wenn ich dorthin gehe, dann haben die vielleicht weniger Manieren, die werden laut sein. Das war im Chaos halb versunken. Das war das Bild, das ich hatte. Ich hatte das Gefühl, das ist eine Sache, die ihr vielleicht nachvollziehen könnt, dass die Stadt dort dreckig sein könnte. An sich dachte ich, dass dort alles billig ist. Immerhin kommt ja alles Billige aus China. Ich hatte eine Sache, auch ein Bild im Kopf, was wir vielleicht mal ansprechen können, dass die Chinesen alles kopieren. Hier ärgere ich mich übrigens am meisten drüber, weil ich war auf einer wirklich guten Schule. Und das hat mir mein Geschichtslehrer damals erzählt. Und der hat mir folgende Anekdote erzählt. Der hat gesagt, die Chinesen, die sind so im Kopieren, die haben teilweise sogar deutsche Schilder kopiert, jetzt bei VW, ohne zu wissen, was das heißt. Das heißt, ihr hattet dort ein Schild dann mit deutscher Aufschrift, weil das einfach so kopiert wurde, weil die das gar nicht hinterfragt haben. Nichts. Nichts könnte ferner der Realität sein. Würden die Chinesen auch nur 1% von Deutschland kopieren, dann würde deren Land den Bach hinuntergehen. Ich habe mich im Nachhinein noch mehr geschämt für bestimmte Sachen, wie beispielsweise eine Baerbock, die dorthin geht, um die Leute zu belehren, die dorthin geht und denen irgendetwas erzählt, in einem Land, in dem ungelogen alles besser ist. Wir gehen da gleich noch drauf ein. Ich werde euch Bilder zeigen, weil ihr könnt euch das jetzt noch nicht vorstellen. Ihr denkt vielleicht, ich übertreibe. Aber ich sage euch das. Guckt, ihr habt meine Stories vielleicht nicht gesehen auf Instagram. Aber ich war geschockt. Ich war in fast der ganzen Welt. Ich war in Südasien, ich war allgemein in Asien, auch in den arabischen Staaten, ich war in Südamerika, ich war in fast jedem Land in Europa. Nichts kommt auch nur zu 1% an China ran. Aber gut, lasst mich starten, was das erste war, als ich dort angekommen bin. Meine erste Erfahrung, die beginnt gar nicht so sehr in China, sondern im Flugzeug. Weil die Personen, die neben mir saßen, der hatte einen Cartier-Ring an, die sind dorthin geflogen. Und ihr seht dann, die tragen, ich habe geguckt, das war eine Iced-Out-Watch, also der hat eine, sagen wir, 40.000 Euro plus Uhr getragen. Das war nicht die einzige Person, sondern ihr seht lauter Louis Vuitton-Sachen etc.
Und für mich immer noch die erste Frage, und das, später kam ich mir wirklich dumm dafür vor, aber ich habe mich gefragt, kopieren die das einfach? Also sind das jetzt Fake-Sachen? Das wollte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht ausschließen. Und ich sage euch später, ich bin fast hundertprozentig sicher, dass dem nicht so ist. Wir fliegen so hier von Thailand 3,5 Stunden. Ich komme dort an. Und das Erste, was meine Frau sagt, ist, gucke mal, Darius, die werfen die Koffer gar nicht. Das ist das Erste, was ich sehe. Und ihr seht dann dort, und ich muss das hier so sagen, ein Planungsmeisterwerk. All das, was ich in China ansprechen werde, ich habe mich gefragt, woran das liegt. Ob die, anders als bei uns, dass es dort keine Korruption gibt. So, also ihr wisst das vielleicht beispielsweise, mein Opa war sehr, sehr groß im Baugewerbe, ist damals Konkurs gegangen, als ich 8 war, aber ich bin sehr mit viel Wohlstand aufgewachsen, mit der Aussicht, ich muss vielleicht nie arbeiten, hat sich dann anders dargestellt, aber ich habe meinen Opa irgendwann mal gefragt, Opa, gibt es in Deutschland Korruption? Er hat gesagt, natürlich. Er sagt, guck mal, wenn ich jetzt irgendwas beglaubigen lassen musste, dann die Leute dort im Amt, die habe ich gefragt, warst du schon mal in der Türkei? Oh, da musst du unbedingt hin. Und dann sagt er, habe ich dem Ticket bezahlt? Und er sagt so, du konntest aber, manche Sachen konntest du in Gang bringen. Und als ich jetzt China sah, als ich gesehen habe, wie perfekt alles ist, und ich werde da gleich drauf eingehen, habe ich mich gefragt, die können sich gar nicht erlauben, da irgendwelche Korruption zu haben. Also wenn wir jetzt hören, dass es dort eventuell Korruption gibt, Bullshit. Schaut euch an, und wenn es mit Korruption zu solchen unglaublichen Ergebnissen dort kommt, will ich auch Korruption. Dann will ich Korruption in Deutschland. So, aber lassen wir das kurz erstmal. Ich meine nochmal, China ist kein kleiner Ort. Das Ganze fällt euch später auf, wenn ihr in die Bahnhöfe geht. Aber auch so das erste Mal, ich war jetzt an mehreren Orten, gehen wir auf Hongkong ein, das ja für viele nicht direkt China ist, aber Wahnsinn. Okay, ihr habt dort einen Flughafen und ihr fahrt zwischen mehreren Aspekten, fahrt ihr mit Zügen umher. Jetzt sehe ich das, wir fahren runter, okay, wir sind im 6. Stock, ich sehe, der Zug kommt in einer Minute. Oh mein Gott. So, ich nehme meine Sachen, renne da runter. So, packe Julia an der Hand, will dorthin, und dann sagen die schon, da ist jemand, der sagt so, okay, jetzt stopp, aber die Tür ist noch offen. Ich sehe aber, die Leute davor bleiben schon stehen. Die Tür geht zu, ich ärgere mich, ich habe die verpasst, der Zug fährt weg und der nächste Zug kommt. Und ich denke, was? Also jetzt mal abgesehen von meinen ganzen Fragen, die ich so hatte, was, wenn jetzt ein Zug zu langsam ist, jetzt wie um Himmels Willen. Und ich habe dann Witze gemacht darüber. Da läuft aber keiner zum Zug. Da habe ich gesagt, wenn die mal die Deutsche Bahn kennenlernen würden, und Julia hat das nicht verstanden, weil sie nicht in Deutschland war, aber... Wait, 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 we are going to train and then to immigration? Funny. Stop, Julia, stop, stop, stop. We... Look, she's like saying stop. Die haben ja eiskalt im Flughafen, haben sie einen Zug. Kann man das sehen? Ihr seht ihr, wann wir gleich ankommen. Um euch dieses Bild zu geben, das ist die Sache, die mich am meisten begeistert hat, in welcher Größe es dort alles gibt und wie wenig Chaos es gibt. Also nochmal, die Leute laufen nicht zum Zug. Ich habe noch kein Laufen gesehen. Die Leute warten, weil die wissen, da kommt das Nächste. Und dann auch so, ihr fahrt dann mit einem Zug, fahrt ihr zur Stelle. Auch als ich dann abgereist bin, da bin ich mit dem Bus, sind wir am Flughafen gefahren. Am Flughafen. Ich bin, keine Ahnung, wie lange gefahren, am Flughafen. Und da fahrt ihr plötzlich über Tunnel, über Brücken, am Flughafen. Der Flughafen dort, das ist also, nochmal, diese Größe ist unglaublich, aber in welcher planerischen Perfektion die das gemacht haben, das hat mich geschockt. Mit welcher Sauberkeit. Wir sind jetzt hier angekommen. Das Ganze erinnert eher an, keine Ahnung, die NASA oder sowas. Schau ich mal an, wie riesig das ist. So, also, es geht in beide Richtungen einfach unendlich lange. Kann man das sehen? Ihr habt so keine Ahnung, wo das Ganze hier endet. Hey, fühlt sich an, als ob man hier so im Jahr 2100 lebt, gefühlt. Ist ja auch alles so clean. Also guckt euch das mal an. So, ihr habt, wenn ihr reinkommt, sieht man das da, habt ihr so HD-Bildschirme, auf dem ihr euch selber so eintreten seht. Also Wahnsinn.
Als nächstes Beispiel, okay, wir kommen an die Passkontrolle. In keinem Land, in dem ich war, hat mich mehr irgendwas mehr abgefuckt als die Passkontrolle. Wenn ich in der Türkei war, wenn ihr dort wart, dann wisst ihr schon, dann hofft ihr immer, ihr lächelt hinzu, Mensch, hoffentlich haben die gute Laune. So, wenn die jetzt irgendwie länger brauchen, die schreien euch an. Genau das Gleiche, aber auch in anderen Orten. Also in China. Ich gehe dorthin, ihr habt auch keinen Stempel bekommen. Dupp, da reingucken, fertig. Was? Versteht ihr? Also ich dachte, die haben meinen Pass nicht mal angucken können. Aber das wird eingescannt. Und ihr habt auch keine Stempel mehr, weil die das alles digital machen. Die ganzen Sachen finden digital dort statt. Ich habe, nochmal, es gibt keine Schlangen dort. Und ich denke dann schon, so die perfektes Englisch, so besser als ihr es irgendwo in England sehen würdet, je nachdem wo, also Shenzhen oder sowas nicht, aber wenn ihr jetzt in Hongkong seid, als ehemalige britische Kolonie, natürlich, aber unglaublich. Unglaublich, in welcher Geschwindigkeit wir durchgeführt wurden. Und dann sind wir essen gegangen dort. Das, eine Sache vielleicht, die ich euch auch nehmen möchte, ist nicht, dass China unglaublich günstig ist. Ist nicht, dass ihr jetzt dorthin kommt mit eurem deutschen Gehalt und dort lebt wie der König in Frankreich. Ich werde da später nochmal drauf eingehen, weil das hat ja auch was in der sozialen Komponente zu tun. Das heißt, wie beliebt seid ihr als Europäer überhaupt? Es ist so, dass wir dorthin gekommen sind, wir haben am Bahnhof das erste Mal gegessen, wir haben am Flughafen das erste Mal gegessen, weil wir hungrig waren. Wir sind dann in eines der Restaurants gegangen, ihr habt alles über irgendwelche digitalen Tafeln, ihr könnt euch das dann dorthin bestellen, alles bezahlen und es wird euch an den Tisch gebracht. Was machen wir? Wir testen, was haben wir gegessen? Spaghetti Carbonara mit Hähnchen haben wir das gegessen. Ich bezahle, jetzt ich übertreibe etwas, aber stellt euch das vor, ich bezahle und das Essen kommt. Und ich denke, what the fuck? Und ich krieg meinen heißen Teller Spaghetti und ich hatte einen Mangosoda, kriege ich an den Tisch. Innerhalb von, und jetzt ist es mir nicht übertreiben, 1,5 Minuten. Ich sitze dort, ich denke, Alter, das war wirklich fast. Also nicht mal in Deutschland, wo ihr das ungesündete Essen habt, wo ihr dann am Ende irgendjemanden habt bei McDonald's, der kurz nach hinten greift und euch das Essen gibt, habe ich das gesehen. So, also versteht ihr? Ich habe mich gefragt, wie machen die das? In welcher Menge die das abfährt? Wie? Also ich verstehe bis jetzt nicht, wie. Halten die es irgendwie alles warm und lecker? Und das, was Julia beeindruckend fand, ist, dass das alles nicht so süß war, sondern dass das alles natürliche Sachen sind. Also ihr habt keine übermäßig süßen Sachen dort. Wir haben noch Witze darüber gemacht. Das ist eigentlich lustig, dass wenn ihr Sachen exportiert, dass ihr die voll pumpt mit Zucker und dass ihr eurer Bevölkerung aber das gute Zeug gibt. Das heißt, kein Zucker so viel. Das ist das Gleiche wie bei TikTok. TikTok für Europa ist halt voll mit diesem ganzen Bullshit. In China ist TikTok ja komplett anders. Da wird es benutzt zur Bildung. Da habt ihr unter anderem Tutorials etc. Und es geht darum, dass ihr die Bevölkerung weiterbildet. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ihr seid dort, ihr perfektes Mega-Essen. Hier könnte man dazu auch noch sagen, dass je nachdem, wohin ihr geht, habt ihr andere Speisen. Also sagen wir, es ist so, dass ihr in Europa seid. Dann seid ihr vielleicht in Russland, ihr geht nach Bulgarien und die Speisen unterscheiden sich. Ihr geht in die Türkei, ihr habt überall andere Nationalspeisen. In China ist es so, dass schon wenn ihr in andere Städte geht, das sind ja alles auch riesige Städte, ne? Also 20 Millionen Einwohner. Oh, und ihr habt unterschiedliche Delikatessen. Wir haben verschiedenste Sachen probiert, unglaublich. Aber ich will jetzt gar nicht so weit abschweifen, erstmal nur, dass ihr es hört. Wir waren begeistert von der ersten Sekunde an dort. Und ich habe das Ganze versucht, einmal zu filmen. Ich zeige euch das mal, dass ihr es seht. Also das ist wie in Star Wars. Diese unheimlich sauber bebauten Sachen. Ihr kommt euch wirklich vor, als wäre das futuristisch irgendwas. Und in den anderen Städten in China ist ebenfalls die U-Bahn-Station. Die U-Bahn-Stationen dort sind dreimal so groß, oder Metros heißt das, wie die Flughäfen in irgendwelchen großen europäischen Städten. Dreimal so groß. Ich habe versucht, die ganzen Stockwerke zu zählen. 16, 20, whatever. Aber deswegen, wir sind das erste Mal mit dem Taxi gefahren zum Hotel und ab diesem Tag sind wir nie wieder Taxi gefahren. Warum? Das Taxi war unglaublich günstig. Es war
perfekt strukturiert. Also ihr hattet verschiedenste Areas. Wo wollt ihr hin? Wollt ihr Richtung Port, also zum Hafen? Wollt ihr Richtung Innenstadt? Wollt ihr dorthin? Wo auch immer ihr hin wollt. Ihr hattet verschiedenste Bereiche. Man hat euch jetzt hingeführt und ihr habt von vornherein gewusst, was ihr bezahlt, etc. Aber das Ding ist, und das nochmal, der Nahverkehr ist so unglaublich deutsch. Und ihr seid so schnell mit dem Nahverkehr und so günstig überall, dass es sich gar nicht lohnt, irgendwohin mit dem Auto zu fahren. Und das ist das, was ich dann noch gesehen habe im Nachhinein, was die ganzen Leute in China gesagt haben. Sie haben gesagt, ihr mögt vielleicht Autofahren. Bullshit. So, ihr habt doch keinen Bock, irgendwie stundenlang im Stau zu stehen. Ihr habt doch keine Lust, dann dort alleine zu sein, bei brennender Hitze, 2 Stunden auf dem Weg zur Arbeit. Der Grund, warum ihr das macht, ist, weil euer Nahverkehr scheiße ist. Aber jetzt beispielsweise, wir sind im Grunde genommen die Strecke, die wir mit dem Auto in 50 Minuten durchgefahren sind, die haben wir mit dem Zug in 17 Minuten geschafft. Und ihr sitzt dort, ihr seid bequem, ihr habt Ladestationen, ihr könnt euer Handy dort aufladen, es ist alles sauber. Also, falls ihr nicht raushört, dass ich begeistert bin, ich habe so etwas noch nicht gesehen. Und dann fing ich langsam an zu verstehen, warum dort alles besser ist. Ich habe angefangen dann zu verstehen, okay, schaut mal, das ganze Verkehrssystem in Großbritannien. Wann ist das gebaut worden? Vor 120 Jahren? 130 Jahren? Wann? So, das heißt erstmal, man hat gar kein Geld, das richtig in Stand zu halten. Da seid ihr froh, wenn keiner stirbt. Aber die haben gar kein Geld garantiert, um da unheimlich viel Geld reinzupumpen, weil wir im Westen fucking pleite sind. Die Chinesen, die aufstrebend sind, die ganzen technischen Neuerungen, die man haben könnte, da rein investieren die. Und das ist das, was ihr seht, wenn ihr dorthin geht. Ihr kommt nicht in irgendeine Stadt, die rückständig ist. Das mag es vielleicht auch geben, ein paar kleine Dörfer irgendwie, die noch nicht aufbereitet sind. Aber das ist das, was ihr seht. Die Städte haben sich innerhalb der letzten 20 Jahre zu Metropolen, Kolossen entwickelt. Ihr habt das noch nicht gesehen. Ich gehe da weiter noch drauf ein, aber wartet. So, als nächstes. Das ist das, was ich mich am meisten... Die erste Frage dann, die ich zeige das überall. Meine Mutter, meine Schwiegermutter. Stinkt das dort nicht? Bitte? So, wir haben ja hier das Gefühl, die Chinesen, die mögen, das ist ja das, was wir auch sagen. Oh, guckt mal, in China, da macht man das und jenes, so viel CO2. Ich habe noch nie eine so grüne Stadt gesehen. Natürlich, viele Sachen davon sind künstlich angebaut. Aber wenn ihr jetzt Hochhäuser habt, dann baut man dort überall Bäume hin. Wir hatten um unser Hotel rum, hatten wir alles in Grün. Wir hatten in den Städten, hatten wir Grün. Es ist unmöglich, dort irgendetwas wie Armut zu finden. Das letzte Mal, als ich in Deutschland war, wenn ihr durch den Hamburger Hafen geht, durch den Hamburger Hauptbahnhof. Hey, wann war ich das letzte Mal in Hamburg? Vor 10 Jahren. Ich bin ja aufgewachsen. Damals, ich habe dann mein soziales Praktikum gemacht, Sozialpraktikum habe ich bei der Bahnhofsmission gemacht. Dann habt ihr die ganzen Drogensüchtigen, die dorthin kommen. Die meisten Leute, auch Obdachlose, die sich dort im Bahnhof verschanzen. Ihr habt Armut, die ihr seht. Es ist unmöglich, auch nur einen Obdachlosen in China zu finden. Habe ich nicht gesehen. Allgemein, ihr habt dort so viele Leute, die in der Struktur arbeiten, die alles sauber machen. Das gab es nicht. Die Stadt ist sauber von Beginn an. Ihr findet keinen Dreck. Aber ihr findet lauter Leute, die mit sauber machen. Also nochmal, wo wir dabei bleiben, ein unglaubliches Werk an Planung. Und auch das, wenn wir das sagen, ich bin dann in relativ guten Hotels gewesen. Und das sind immer Hotelketten. Also beispielsweise, ihr habt das vielleicht, wenn ihr mir auf Instagram folgt, erneut habt ihr gesehen, wenn ich jetzt irgendwo hingereist bin, es gibt das JW Marriott oder das Marriott oder das Sheraton oder auch das Ritz-Carlton. Das gibt's ja an mehreren Orten. Niemals habe ich das so gesehen wie in China. Begonnen bei verschiedensten Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Türkei war, dann ist das keine Frage super dort. Ne? Man kümmert sich um viele Sachen trotzdem. Es gibt eine gewisse Art von Chaos, es gibt manche Sachen. In China, wenn ihr bestimmte Sachen habt, und ich versuche das jetzt an kleinen Beispielen zu erklären, dass ihr versteht, in welchem Perfektionismus man dort arbeitet. Also ihr habt eine Kaffeemaschine und erstmal nicht nur, dass alle Kabel irgendwie sauber verlegt sind, sondern die Kabel sind auch genauso lang, dass sie fast auf den Zentimeter in die Steckdose passen, sodass da nichts falsch ist. Das heißt, ihr wisst das von vornherein. Da habe ich mich gefragt, haben die jetzt die Schränke geplant, nachdem sie wussten, wie lange die Kabel der Kaffeemaschine sind? Weil die Kaffeemaschine kannte ich. Aber das ist alles perfektioniert gewesen, die ganzen Sachen. Ich mag normalerweise kein Büchermüsli. Und irgendwann, weil ich alles, was ich dort probiert habe, so lecker fand, habe ich das Büchermüsli probiert.
Und ich mochte auch das Büchermüsli. Und ich wusste nicht mal warum. Julia fragt mich, was ist anders? Versteht ihr? Und die Milch, die war genau richtig sauer verglichen mit dem nicht zu stark gesüßten Müsli. Ich sag nochmal, was die machen, was die angefasst haben, haben die perfektioniert. Und ja, also, wie sind die Leute? Da. Und das ist halt das Nächste. Guckt, ich bin ja ein Riesenfan davon, von Intelligenz. So, ich mag es, mit Leuten zu reden, die schnell denken. Ich habe gerne das Gefühl, dass, versteht ihr, dass die Person auf der anderen Seite, dass die vielleicht sogar einen Schritt euch voraus ist. Das hatte ich kontinuierlich dort. Also, angefangen bei der sozialen Stärke, die haben, verglichen damit, welche Social Skills, also sehr, sehr gut im Kommunizieren, sehr, sehr ein bildungslastiges Land. Ihr wisst das ja vielleicht, wenn ihr euch beispielsweise die IQ-Karte anschaut, dann ist es so, dass China den höchsten IQ von allen hat. Es geht natürlich nicht nur um Intelligenz, sondern auch um Bildung. Aber ihr merkt das einfach, das Level, auf dem die sprechen. Ich habe das ja gesagt, ich war an anderen Orten. Wenn ihr den Leuten dort versucht zu erklären, dass ihr Kaffeepads haben wollt, dann sitzt ihr manchmal dort, um denen das zu erklären. Dort, ihr habt das angedeutet und die haben euch die Wünsche von den Lippen abgelesen. Und das einfach, nochmal, ich weiß nicht, wie die das machen, aber weil das vielleicht eine gute Mitarbeiterauswahl wird, wird es ja auch dumme Leute geben. Aber ihr, tja, nee, es muss weniger davon geben. Die müssen einfach, also ich sage das ja auch ungern, die waren einfach klüger auch als ich. Ich habe da das Gefühl gehabt, ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt dorthin gehe, es ist ja auch nicht alles gut, wir dürfen als Ausländer dort ebenfalls wie in ganz Asien kaum was besitzen. Was ja eigentlich auch eine lustige Sache ist, just by the way, die kaufen sich überall die halbe Welt ein, also halb Afrika gehört denen, die kaufen sich den Hamburger Hafen, wollen die mitkaufen, die haben überall Anteile, mit an den größten Firmen partizipieren die und wir dürfen dort nichts haben. So, also hat ja alles Vor- und Nachteile, aber wenn wir darüber sprechen, nochmal, ein wahnsinnig kompetentes Volk und das merkt ihr im Alltag. Ich habe gefragt irgendwann auch so den Concierge, der sagte hier, das Hauptding ihm gefiel Thailand auch sehr gut, weil die Leute freundlicher sind als ich in China. So, also ich kann nicht sagen, mir war niemand unfreundlich gegenüber. Unser Concierge sagte, auf Dauer würden wir das merken. Guckt jetzt in meinem kurzzeitigen Aufenthalt so, es ist so, dass Leute euch ignorieren. Es gibt sowieso keine offene Gewalt, schon so, dass Leute sich abdrehen von euch. Versteht ihr, dass ihr es vielleicht latent mitbekommt, dass jemand nicht nah an euch sein möchte? Aber ich bin jemand, ich will ja auch nah an niemandem sein. Also versteht ihr? So, wenn die jetzt nichts mit mir machen wollen, dann bin ich zufrieden, weil ich will ja auch kaum was mit denen machen. Ich will gerne an einem Ort sein, ich will so meine Sachen machen, ihr habt dort unglaubliche Möglichkeiten. Fand ich mega. Und jetzt auch das nächste, Dating. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das ist ja immer so das Gefühl auch, dass man hat, dieser privilegierte weiße Mann. Das ist ja das Bild, das wir hier verfolgen. Bullshit. Das mag es irgendwo an manchen Orten auch vielleicht geben, in China nicht. In China seid ihr keineswegs das, was man anstrebt. Ich kann euch jetzt ein Beispiel nennen. Wir waren essen. Wir haben Hummer gegessen in einem Restaurant. Das war nicht günstig. Ich habe Shrimps im Teigmantel gegessen und meine Frau hat Hummer gegessen. Wir haben pro Essen um die 100 Euro bezahlt. Also nochmal, ne? Ich habe nicht irgendwas Krasses gegessen. Ich habe Shrimps im Teigmantel gegessen. In Thailand kriegt ihr das für 6 Euro. Dort 100 Euro. Das war halt ein besseres Restaurant. Und während wir in diesem besseren Restaurant gegessen haben, war meine Frau wütend, weil die haben uns an den schlechtesten Platz überhaupt gesetzt. Und da habe ich drüber nachgedacht, warum eigentlich? Wir saßen dann so hinter dieser Theke. Und das Lustige daran ist, und das habe ich verstanden, die haben halt ganz nach vorne, haben die Chinesen gesetzt. Versteht ihr? Also jetzt in anderen Restaurants wäre es vielleicht so, oh, da essen die Ausländer, das muss ein gutes Restaurant sein. Aber in China ist es so, versteht ihr, wenn dann die ganzen Ausländer sind, das nicht, weder kommen die mit mehr Geld etc., sondern, okay, das, was wir zeigen wollen, das sind Chinesen. Und wir wurden halt an die letzte Ecke gesetzt, uns hat keiner gesehen. Für mich war das jetzt okay, ich muss ja auch niemanden sehen. Aber dieses ganze Bild, wenn ihr euch auch das Dating etc. anguckt, die Chinesen, die wollen in erster Linie, also chinesische Frauen beispielsweise, die versuchen sich hoch zu daten in der Kultur und die wollen einen reichen chinesischen Mann. Wenn ihr eine arme chinesische Frau habt, Geld spielt dazu eine sehr große Rolle, nach allem, was ich an Dokumentationen danach gesehen habe, Geld spielt eine große Rolle, wenn ihr keinen reichen chinesischen Mann kriegen könnt, wollt ihr einen chinesischen Mann haben. Und wenn ihr das nicht kriegt, dann nehmt ihr vielleicht einen gut gesitteten Europäer. Immer noch besser, versteht ihr, sozialer Aufstieg etc. Aber ist nicht so, dass die euch dort mit Handkuss empfangen.
ihr seid immer noch das, was die eigentlich nicht wollen. Und die meisten, auch das, was die Chinesen, die ins Ausland gegangen sind, von den Familien gehört haben, ist auf keinen Fall eine westliche Frau. Und by the way, jetzt auch nochmal als rustiger Randfakt, die ganzen chinesischen Frauen sind wütend auf die westlichen Frauen, weil die mit den Männern einfach so schlafen und weil die keinerlei Moral haben. Das heißt, ihr habt dort auch noch eine sehr, sehr konservative Gesellschaft, was ich natürlich als konservativer Mann sehr, sehr gerne habe. So, das war es eigentlich soweit auch schon, um euch das Bild mitzugeben. Als ich das alles gesehen habe und verstanden habe, wie die Leute agieren, als ich verstanden habe, guckt, ich bin ja auch hier in Thailand, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, hier in Thailand, gerade in Bangkok, da gibt es ja richtige chinesische Bezirke, das Gleiche, was es auch gibt in Afrika etc., das Gleiche, was ihr vielleicht auch wisst, also die Chinesen, die expandieren ja unglaublich. Und nachdem ich all das gesehen habe, nachdem ich gesehen habe, in welcher Perfektion die arbeiten, in welcher perfekten Planerei, was für ein hart arbeitendes, aber auch intelligentes Volk das ist, ich kann euch garantieren, dass die Zukunft, und wenn dann eine Baerbock dorthin geht und es wagt, die Leute zu belehren, und was wir ja hier auch noch in den Nachrichten immer hören, ist dann die Uiguren. Da geht man mit den Uiguren so schlecht rum, dass wir das überhaupt wagen. Ich will nicht sagen, ich habe keine Ahnung in der Tat bisher, ob das stimmt. Das war das, was ich mir anschauen wollte. Aber wenn es so ist, dann sind wir diejenigen, die Palästina gerade, die das Blut an den Händen haben, die gerade vor dem Internationalen Gerichtshof, Deutschland, ihr habt das mitbekommen, da wird besprochen, ob wir eine Beihilfe, ob wir beigetragen haben zum Genozid. Das steht jetzt zur Debatte. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Finger durch den zeigen und sagen, aber guckt mal, wie die mit den Moslems umgehen. Wer soll uns da noch ernst nehmen? Also da kann uns doch keiner ernst nehmen. Und deswegen, das Ganze will ich abschließen damit, dass ich Leute gehört habe, Ausländer, die in China sind. Und ich will euch so drei verschiedene Meinungen mitgeben. Also ich habe mir jetzt auch nicht viel da aufgeschrieben. Ich erzähle euch das so nach meinem Gutdünken. Eine Person habe ich gehört, zum Beispiel, die hat gesagt, zu der ganzen Stresserei. Okay, also das war eine Amerikanerin, das waren hauptsächlich Amerikaner. Ich muss mal gucken, nochmal, ich habe das auf Instagram damals geteilt, aber ich muss mal gucken, ob ich euch das Video verlinken kann, dann könnt ihr euch das selber nochmal angucken. Die wurde gefragt, was sagen eigentlich deine chinesischen Freunde dazu, dass du hier jetzt, wie das in Amerika ist, etc., was sagen die zu Trump? Und die hat gesagt, die haben Mitleid mit uns. Die sagen, hey, guck mal, wie fühlst du dich jetzt mit den ganzen Sachen, wenn man den Chinesen die Schuld gibt? Weil guckt, auch das, was die in China mitkriegen, das wirkt ja auch noch verrückter. Ihr seid jetzt in eurer Bubble. Okay, dass wir so eine große Meinungsfreiheit haben im Westen, bla bla bla, und dass da alles besser ist. Aber bei einigen zerplatzt die Blase ja schon. Aber wenn ihr jetzt dort seid, wenn ihr diese Perfektion in China seht, wenn ihr seht, wie jetzt der Wohlstand gestiegen ist, guckt euch mal das BIP aus China an. Das könnt ihr mal einblenden lassen. Dann versteht ihr, die sind von Jahr zu Jahr reicher geworden. Und nochmal, das, was ihr vielleicht verstehen solltet, wenn ihr reicher werdet, wenn ihr am Ende des Monats, wenn es euch besser geht, ist doch scheißegal, ob ihr ein bisschen jetzt irgendwas auf Social Media kritisieren dürft oder nicht, am Ende geht es euch besser. So, die leben dort in einer Idylle, die ich euch gar nicht benennen kann. Keinerlei Kriminalität. So, eine funktionierende, konservative Gesellschaft. Ihr könnt euch das vorstellen, das war mein Bild davon, wie ein Deutschland in 1970er Jahren. Und dann haben die auch gesagt, die Amerikaner, die haben gesagt, ey, guckt mal, die Chinesen, die verstehen das gar nicht, dass wenn wir jetzt solche Sachen haben, wie ein Trump, der das Kapitol stürmt, wenn das angeblich alles so war, dass das über Social Media abgestimmt wurde, wenn das jetzt die ganze Demokratie und das ganze System ins Schwanken bringt, unsere Medien da so einen Stress machen. Wieso haben die nicht einfach das Social Media, kurz das Internet, gestört? Ach ja, weil wir die Meinungsfreiheit so hochheben, bla bla. Ein Unsinn. Versteht ihr? Also die Amerikaner selber sind wütend dort. Die haben sich entschuldigt. Die haben gesagt, die können sich gar nicht mehr vorstellen, dort zurückzugehen. Ein anderer, der wurde gefragt, das war ein Schwarzer, der wurde gefragt, ob er Diskriminierung erfährt in China, weil er schwarz ist. Und seine Antwort, und das fand ich lustig, so, er hat gesagt, nee, er sagt nicht, weil ich schwarz bin, sondern weil ich Ausländer bin. Und dann fragt die Reporterin, wie meinen Sie das? Und er sagt, ja, die Chinesen, die mögen gar keinen. Also im Sinne von, in erster Linie zählt der Chinese und dann kommen wir Ausländer. Aber die sind jetzt nicht wütend auf mich, weil ich schwarz bin, oder die mögen mich nicht, weil ich schwarz bin, sondern die mögen mich nicht, weil ich Ausländer bin. Und das fand ich doch eine sehr differenzierte Weltsicht irgendwie, dass einfach jeder dort nicht gemocht wird, weil ihr in das fremde Land kommt und ihr seid vielleicht dort akzeptiert, so, ihr könnt was machen, aber ihr seid keineswegs der Peak der Klasse. Ja, ich könnte jetzt noch tiefer darauf eingehen, ein Großteil, und das ist das beste Beispiel dafür, was mir gezeigt hat, wie sehr ich belogen werde. Und das hat mich fast aufgeregt. Weil die ganzen Amerikaner haben gesagt, wenn ich jetzt hier in China bin, dann verstehe ich eine Sache. Ich verstehe, welche Privilegien man haben kann. Und er sagt zum Beispiel,
Gratis-Studien, Gratis-Gesundheitsvorsorge etc. Ich höre das und ich höre das zweimal und ich höre das dreimal und ich verstehe das nicht. Wieso reden die alle über Gratis-Gesundheitsvorsorge? Und dann, und das ist eine Sache, die ihr vielleicht auch nicht wusstet, in China kriegt jeder von euch die beste Gesundheitsvorsorge gratis. Ihr werdet krank, ihr werdet auf optimalste und beste Art und Weise behandelt, gratis. Keine Krankenkassenbeiträge etc. Nein, der Staat tritt dafür auf. Während wir in Europa Verträge haben, die per SMS irgendwie abgeschlossen wurden. Während wir hier darüber sprechen, dass im Grunde genommen institutionell bestimmte Medien unterdrückt wurden, ist es dort so, dass ihr für gar nichts bezahlt und dass der Staat sich garantiert nicht bescheißen lässt von den ganzen Pharmaunternehmen. Das heißt, die hatten ganz, ganz anderes Vorgehen. Das war ja für mich das Krasseste. In unseren Medien ist es so, dass diese ganze Pandemie von dort kam. Aber die haben dort gesagt, die ganzen Amerikaner, die zur Pandemie, die habe ich mir angeguckt, die Interviews, die dort interviewt wurden, die haben gesagt, Alter, ich bin froh, dass ich nicht im Westen bin. Dort scheint ja alles zugesperrt zu werden. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie das wirklich war. Und ich denke, oh mein Gott. Und nochmal, also jetzt zu dem Punkt der Gratis-Gesundheitsvorsorge. Ich habe das gerade gehört, dass es hier einen Schauspieler in Deutschland gibt, der Künstler ist, der von einem Krankenhaus bestochen wurde. Im Grunde, dass er nach Hause geschickt wurde oder er bezahlt 90.000 Euro. So, den haben sie nicht behandelt. Mein Vater, den haben sie nach Hause geschickt, beim Verdacht, der war im Ausland, der war beim Arzt, hat man gesagt, das ist Verdacht auf Augenkrebs. Da ist er in Deutschland ins Klinikum gegangen, die haben gesagt, wir haben keine Termine, 6 Monate. Da bin ich ausgeflippt, da habe ich gesagt, wenn ich das persönlich zahlen muss, aber jetzt sagt denen, das ist ein Notfall. Sagt denen, da gibt es den Verdacht darauf. Aber während wir diese Situation in Deutschland haben, ist es so, dass die Chinesen gratis all das mitbekommen und die mit beste Gesundheitsvorsorge haben, die ihr euch vorstellen könnt. Also es war ein Schock, wirklich ein Schock, den ich gesehen habe. Und jetzt, was mich am meisten dabei nervt, wenn wir das sagen, ist, dass wir hier im Westen noch diese wahnsinnige Arroganz haben, dass hier irgendetwas besser wäre. Ich lasse meine Schwester, musste ich abholen, weil sie in Bremen damals von einer Gruppe Jugendlicher angemacht wurde und Angst hatte, alleine zu gehen. In irgendeinem asiatischen Staat ist das unvorstellbar. Und bei all den anderen Sachen, der Wohlstand, wenn ihr es hört, eine Putzfrau dort verdient 2.000 Euro netto. So, in Hongkong jetzt. 2.000 Euro netto. Die Steuern dort sind bei 15%. Das ist ein Niedrigsteuerland offiziell. 15% ist der höchste Steuersatz. Und damit haben die so eine Perfektion aufgebaut und uns schröpft man, versteht ihr, ich zahle ja immer noch Zehntausende Steuern in Deutschland. Und da habe ich wirklich den Kasper bekommen. Deswegen, ich werde jetzt meinen Report auch anpassen. Ihr findet den in der Beschreibung, den Ort mit den besten und sichersten Ländern zum Auswandern. Das war's erstmal hiermit. Bis zum nächsten Mal.